Jo Leute, herzlich willkommen zu einem Video bei Nils Lachs. Ja, ich habe hier wieder einen Kampf gegen den lieben Johann, aka The Link LP 201. In meinem Team ist ein Echnatoll, ein Chanaira, ein Omod, ein Demeteros, ein Kavalanthas und ein Ampharos. Auf der gegnerischen Seite sehen wir ein Meloetta, ein Viskogon, ein Elezard, ein Maskeregen, Megakamerup vielleicht und Scherox. Und ich würde sagen, los geht's. So, ich fange an mit meinem Pain. Er geht auf den Verfolgung. Die Mumie, Techniker ist weg. Und ich gehe auf den Gedankengut. Ist ja eigentlich alles klar. Ja. Eigentlich wieder auf die Verfolgung und macht weniger Damage. Ich glaube, die Erholung, wieder alle KP zu haben. Oh, ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut, wartet. So, besser. Er wechselt raus, um wahrscheinlich wieder den Techniker zu haben, denn er ist ja weg. Er geht mit Rangona sein Elezard und ich gehe auf die Verfolgung. Schlafrede. Und es kommt der Spukball und das ist meine einzigste Angriffsattacke. Und ja, da muss ich rauswechseln zu Landorus. Er geht auf den Voltswitch. Er wechselt jetzt raus, meine ich. Und geht zu Maskerain, einem Maskeregen in Shiny. So, er geht auf den Erdbeben, also ich gehe auf den Erdbeben, jetzt wechsle ich wieder raus zu meinem Ampharos, er geht auf den Falterreigen. Ich wusste in der Zeit noch gar nicht, welchen Typ überhaupt Maskeregen hat und ich gehe auf die Mega-Entwicklung, er wechselt raus zu Kamerupt, guter Switch. Weil ich kann ihm halt nichts machen. Ich mega entwickle mich. Und ging auf den Donnerblitz. Weil ich ganz vergessen hatte, dass er noch einen Kamerupt hatte. Er mega entwickelt sich auch. Und jetzt gehe ich auf den Drachenpuls und er macht ordentlich Damage. Er geht auf den Steinhagel, was ich nicht verstanden habe. Vielleicht dachte er, ich gehe raus in Landorus oder so. Dann geht er raus und in sein Scherox. Das ist jetzt erstmal ein Drachenpuls von einem Mega-Ampharos frisst mit einem mäßigen Wesen. Und ihr seht, das hat ordentlich reingehauen. Jetzt kommt ein Kraftkoloss und ich dachte, ich tanke es nicht. Und jetzt seht mal. Es hat ein Kraftkoloss getankt. Ja, jetzt gehe ich halt auf den Donnerblitz und Scherox ist down. Jetzt geht er wieder auf seinen Rangona. Und in der Zeit habe ich auch mein Ampharos jetzt töten lassen, um einen Free Switch in Landorus zu bekommen. Und ich dachte wieder, er geht wieder raus auf Maskeregen. Ja, und natürlich drücke ich dann auf den Steinhagel, aber er geht nicht raus und dann verfehle ich auch noch. Und er geht auf die Schallwelle und macht megamäßigen Damage.
Ich glaube, er ist Joyce Bex. Ich gehe wieder auf meinen Pain. Er geht auf die Schallwelle. Er macht einen Switch zu Meloetta. Ich mache einen Switch zu Landorus. War eine relativ gute Runde. Und ich ging jetzt auf die Kehrtwende und sehe euch die Damage an. Krass. Dann wechsle ich wieder raus. Zu Escavalier. Also meinem Cavalanzas. Er geht auf den Urgesang. Und ja. Ich habe jetzt gefragt, what? Und dann kam der Crit. Dann wurde er zu Tanzmeloetta, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt ging ich einfach echt auf den Abschlag. Schlug mir mein Wahlband ab. Und dann ging ich auf den Abschlag. Hab aber vergessen, dass es von Typ Kampf ist. Aber es reicht. Das ist gut, weil jetzt haben wir... Also habe ich einen großen Threat weg. Jetzt geht er zu Blaubeerflan, seinem Viscogon. Und jetzt habe ich mich gefragt, wer schneller? Und da war tatsächlich Viscogon schneller. Und dadurch ist Escavalier tot. Also besiegt. Ja, jetzt gehe ich in Omod rein. Und dann hatte er den Vegetarier. Und ja, jetzt geht er auf den Flammenwurf. Und ich hab's Gott sei Dank noch getankt. Und ging halt einfach safe auf den Käfer gebrummen. Und macht ein bisschen Damage, aber nicht von Bedeutung. Und er kann mich rausnehmen. Jetzt gehe ich auf Lando. Zu gucken, wie... Ja, Bedrohung halt. Und um zu gucken, wie viel ein Erdbeben auf einen Viscogon macht. Und zu meinem Erstaunen macht das relativ viel. Matschbombe. Ich habe mich gefragt, okay. Es ist resisted und ich überlebe es. So richtig hart, Alter. Jetzt gehe ich nochmal auf ein Erdbeben und Blaubeerflan ist down. Sorry, ich habe ein bisschen irgendwas im Hals, keine Ahnung. Jetzt geht er wieder auf Maskeregen. Und ich bin gezwungen rauszugehen. Und ich frage mich immer noch, warum dieses Viech Bedrohung hat. Dann gehe ich wieder raus. Zu Chansey. Und dann geht auf den Falterreigen. Und ihr kennt Chansey alle. Es ist einfach nervig des Todes. Und er geht auf den Luftschnitt. Und das war ein plus 1 Step Luftschnitt. Ich auf den Toxin und... Ja. Als nächstes geht er auf die Hydropumpe. Und ja, Hydropumpe. Ja. Muss man nicht genauer erläutern. Maskeregen kriegt ein bisschen Damage. Gift Damage. Damage. Er geht wieder auf die Hydropumpe. Und es macht halt schon relativ guten Schaden. Ja, das Gift nimmt ihn raus. Somit ist Maskeregen down und jetzt geht's zu Kamerupt. Und ich bin einfach aufs Feld auf den Geowurf gegangen. Und er geht auf den Erdbeben. Und an der Stelle habe ich mir einfach auch gedacht, okay, Stalls jetzt nicht rum. Niemand hat Bock auf Stall. Und ja. Ich habe einfach jetzt meinen Chansey down gehen lassen. Oder hat noch ein Erdbeben getankt? Es hat noch ein Erdbeben getankt.
So seht ihr, wie tanky einfach ein Chanera ist. Wie gesagt, ich ging einfach auf den Geowurf und es ist schon peinlich, dass ein Chanera Kamerupt, ja, outspeedet. Jetzt kommt wieder Rangona, oder Rangona, keine Ahnung, wie man das so spricht. Und er geht auf den Surfer. Und somit ist Chansey down. Und jetzt gehe ich auf Lando. Und hat mir noch geschrieben, komm bitte, nimm noch dein Dings mit rein, damit es ein schöner Kampf wird, 1 zu 1. Und ja, okay, dann bin ich halt einfach rausgewechselt auf Pain. Er geht auf den Surfer. Und es macht krass Damage, Alter. Auch nicht zu stallen oder sonstiges. Habe ich einfach jetzt meinen Pain down gehen lassen, weil es bringt mir halt nichts mehr in dem Kampf. Und ja. So, Pain wird besiegt. Und ja, ist klar jetzt, wer gewinnt. Lando. Ja, Bedroher. Und ja. Schönes Battle. Vielen Dank für das schöne Battle. Und jo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.